Die Vorteile des Flipped Classrooms sind, dass ich einen entspannten Tag habe, aber nicht im Sinne von, ich habe nichts zu tun, sondern ich kann individueller arbeiten. In den Phasen kann ich pädagogisch arbeiten, kann quasi auf die Schüler zugehen und ihnen Feedback geben oder Interviews geben oder halt einfach vor Augen führen, warum bei ihnen das Lernen nicht funktioniert. Und damit bin ich viel, viel wertvoller und bin gleichzeitig dabei entspannt. Noch ein Vorteil ist für mich, ich glaube, dass ich viel besser bei den Schülern rankomme. Ich entdecke plötzlich, woran es eigentlich scheitert, was in vorher den entdeckenden Formen und den Gruppenarbeitsformen nicht funktioniert hat. Aber jetzt, wo ich den Input befreit bin, habe ich viel mehr Chancen, an Schüler ranzukommen. Also ich sehe Flipped Classroom eigentlich als Ergänzung zu meinem eigentlichen Pool an Methoden und Möglichkeiten. Und der Vorteil, den ich sehe, ist, dass ich Schülern Material an die Hand geben kann, die sie auch zu Hause erarbeiten können. Das heißt, ich kann dem Schüler eine Möglichkeit geben, auch mal zu stoppen, während mein Lehrervortrag ich nicht stoppen kann, beziehungsweise der Schüler nicht auf Reset machen kann, ich höre mir das nochmal an. Das ist ein Vorteil. Schüler, die ich vielleicht gerade, die aus dem visuellen und akustischen kommen, sonst nicht so erreichen konnte, dass ich die jetzt noch abholen kann. Ich werde mehr zum Begleiter, ich habe mehr Zeit zum Beobachten. Es ist nur eine Methode von ganz, ganz vielen. Und wenn ich das immer machen würde, dann sind meine Schüler auch auf dem langweiligen Ast. Ich muss es auch wieder wechseln. Das heißt, der Wechsel macht eigentlich das aus, was moderne Schule auch macht. Also sofern Sie selber Videos produzieren, würde ich auf den Weg geben, da den Perfektionismus zurückzuschrauben. Nicht das Video ist das Wichtige, sondern die sinnvolle didaktische Ummantelung des Ganzen in Form von Skripten oder wie auch immer man das vorhat. Ich würde den Tipp geben, erstmal keine eigenen Videos zu machen, sondern Fremdvideos einzusetzen und dann aber für eine Einheit mal konsequent. Wirklich auch zu sagen, deine Hausaufgabe ist jetzt immer ein Video zu gucken und sich genau zu überlegen, wie ich es schaffe zu kontrollieren, dass sie das auch geguckt haben und ihnen beizubringen, so ein Video aktiv zu gucken und nicht nur wie Fernsehen an und warten, bis es vorbei ist und die nächste Sendung losgeht. Feedback war, dass es Schüler gibt, die noch nicht selbstständig lernen können, was ja zu erwarten ist. Dass man eigentlich versuchen muss, diese Schüler zu fördern und dafür ist das Konzept geeignet, weil gerade da muss ja gelernt werden, selbstständig zu lernen. Und dass man, wenn man Flipped Classroom einführt, auch vielleicht mal mit den Schülern gemeinsam zusammen im Unterricht ein Video anschaut und dabei bespricht, was tut man eigentlich, wenn man ein Video anschaut, wenn man damit lernen will. Und da tatsächlich nochmal zu erklären, was ist eigentlich der Flipped Classroom, wie ändert sich euer Lernen jetzt, wie schaut ihr euch ein Video an, nebenbei Notizen macht oder alternativ am Ende eine eigene Zusammenfassung in eigenen Worten schreibt, also versucht nochmal den Inhalt wiederzugeben. In einem fortgeschrittenen Level auch vielleicht mal beispielsweise bei Mathematik überlegen könnte, was für eine Beispielaufgabe könnte ich jetzt damit rechnen? Oder habe ich irgendwas nicht verstanden? Kann ich das eventuell im Internet nochmal nachschauen? Kleinschrittig rangehen, sich vielleicht ein Thema raussuchen, wo man schon länger gedacht hat, da würde ich gerne was umstellen. Oder ein Thema, wo man sagt, man hat schon einiges an Materialien, wo man gut drauf aufbauen kann. Also wenn man Videos produziert beispielsweise, es müssen keine perfekten Videos sein, man braucht nicht das perfekte Equipment am Anfang, sondern es genügt wirklich pragmatisch, mal ein kleines Video zu machen und einzusetzen. Und experimentierfreudig zu sein, denn Flipped Classroom ist jetzt eine Methode, die man nicht eins zu eins übernehmen kann, sondern muss sie anpassen an seinen eigenen Unterricht und schauen, welche Elemente davon nehme ich vielleicht auf und wie gestalte ich meinen Unterricht damit um? Für mich ist Flipped Classroom eigentlich mehr als nur ein didaktisches Konzept. Für mich ist es eine Einstellung, wie Lehren und Lernen funktionieren kann. Nämlich eigentlich der Switch vom Lehren hin zum Lernen. Grundsätzlich stelle ich digitale Lernmaterialien vorab zur Verfügung. Die schauen sich die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Studierenden vorher an, um dann im Unterricht einfach mehr Zeit zu haben, um mit ihnen gemeinsam an Aufgabenstellungen zu arbeiten. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, den Schülerinnen und Schülern zuerst einmal zeigen, wie schaut man sich überhaupt ein Video an. Das heißt, einen In-Class-Flip durchzuführen, das Video gemeinsam mit den Schülern in der Klasse anzusehen, dazu schon Aufgaben auch zur Verfügung stellen, diese Aufgaben dann mit ihnen gemeinsam auch durchgehen, um zu sehen, haben sie das verstanden und auch Rückmeldungen zu bekommen, wie geht es ihnen, wenn sie mit einem Video lernen und dann tatsächlich selber auch Videos produzieren. Also ganz eindeutig für den Fremdsprachenunterricht ist, dass ich
neben der Grammatikeinführung, die eigentlich immer sehr viel Zeit einnimmt, ich jetzt aber viel mehr Zeit habe mit den Schülern oder dass die Schüler üben, das dann auch anwenden können und dass ich dann in der Erarbeitungsphase mit den Schülern dann aber auch nochmal Zeit habe, in Einzelgesprächen da die Grammatik zum Beispiel nochmal neu zu erklären und sich dadurch auch der Sprechanteil der Schüler erhöht. Der wichtigste Tipp wäre, das einfach auszuprobieren, also mutig sein. Und der zweite Tipp ist, dass man vielleicht, wenn man da auch noch ein bisschen unsicher ist oder vielleicht nicht ganz so medienaffin ist, eher auf Fremdvideos zugreift und sich auch Ratschläge, Tipps von Lehrern einholt, die das schon einsetzen, weil die können häufig dann auch nochmal Seiten nennen, wo man vielleicht wo Videos zur Verfügung gestellt werden und dass man sich darüber erstmal an das Konzept herantraut und dann irgendwann merkt man, okay, jetzt bin ich bereit, vielleicht dann noch eigene Videos zu erstellen. Flipped Classroom ist so eine tolle Möglichkeit, den Unterricht zu öffnen. Im klassischen Unterricht fehlt mir einfach die Zeit, um andere Sachen zu üben. Und plötzlich ist man viel individueller beim Schüler, hat zum einzelnen Schüler auch ein individuelleres Verhältnis, weil man dessen Stärken und Schwächen viel, viel besser kennt. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Baustein, der plötzlich hier möglich ist. Und von daher würde ich jedem empfehlen, das einfach mal zu probieren. Wenn man als Schule neu starten möchte, dann gibt es erstmal ganz, ganz viele Fragen, um voranzukommen. Also für mich wäre der erste Schritt, dass man im Kollegium über einen Schulentwicklungstag sich informiert. Die Fortbildungsseminare in verschiedenen Bundesländern bieten ja solche Informationen, solche Beratungen, solche schulinternen Veranstaltungen auch an. Hier sollte man sich erstmal schlau machen. Als Kollegium, was ist das eigentlich, Flipped Classroom oder auch andere Strukturen? Das ist der wichtigste Schritt, denn nur wenn das Kollegium überzeugt ist, kann es funktionieren. Ich denke, ganz viele Schulen machen sich auf den Weg, Digitalisierung ins Haus zu holen. So ist ein Schulentwicklungstag zu dem Thema üblich. Der zweite Schritt ist der, dass man Fachleute im Hause findet, die sich dann auch wirklich als Kernteam damit beschäftigen. Dieses Kernteam, diese Multiplikatoren, sollte man also dann in einem Jahr etwa aufbauen, stützen, auch Fortbildung für die ermöglichen. Das ist der dritte Tipp, der Besuch bei einer Schule, die das schon ausübt oder auch ein Telefonat mit der oder ein Webinar mit der Schule, dass man also Kontakte zu praktizierenden Schulen aufbaut. Den Mut zu haben, was zu probieren, glaube ich, ist ein vierter Rat.